Hallo zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, neue Lok, neues Glück. Wir haben uns mal was gönnt. Jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Doch, ich habe noch. Fahre mal hoch zur Eisenerzmine. Ich habe bloß ein Problem, dass ich die irgendwie da oben umgedreht kriege. Weil, wenn ich die hier anhänge, das geht. Ich weiß nicht, ob es nur beim Schieben ist. Wenn ich die Wagen schiebe, hacken sie ständig. Wenn ich die ziehe, weiß ich nicht. Also müssen wir erstmal gucken, was kommt. Vor allen Dingen Feuer dran. Das besser. Dann würde ich sagen, uns mal langsam auf den Weg. Zeit vergeht. Mal, ob alles mitkommt. Ja, sieht gut aus. Sieht auch kräftig. Oh, der Hahn ist offen. Ja gut. Ja, sind alle dran. Dann gucken wir mal, ob wir so hinkommen, wie wir hinkommen. Das wird sich zeigen. Ich werde auch versuchen mit 10, Reglerstellung 10. Fahren. Müssen wir da mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob die schneller ist als die anderen, aber ich glaube schon. Vom Gefühl her ist die schneller. So, jetzt müssen wir mal wegnehmen, weil die Weiche liegt da falsch. Ne? Zuletzt war ich zur Kohlenmine. Nächste Licht auf. Aufpassen, die hat nämlich auch eine Bremse her, ist sie ganz an. Eins, hopp. Mal hier. Schreiben, gucken. Müsste falsch sein. Also unten die ist auch falsch. Dann mache ich das mal und renne ich mal durch. Von den Knick gut kommt. Ja, kommt gut. Boah. Aufpassen, ich bin schnell. Weil die noch so schnell ist, dass ich nicht reinkomme.
Schauen wir mal, wie gut wir durchkommen. Natürlich werde ich auch testen, mehr Gas zu geben. Scheint wohl recht langsam zu werden. Geh dann vor. Was wird hier passieren? Ja, krass. Problem ist noch, komme ich überall gut um die Ecken. Kleine ist ja okay. Aber hier die Große hat ja ganz andere. Vorlaufachse ist auch ein bisschen. Aber das ist normal. Das haben die. Jetzt läuft so gut. Richtig flott. Bei 20. Mein Lieber. Immer runter 16. Den besten Regelstand habe. Ja, dann würde ich sagen, 16 reicht. 14 ist zu wenig, 16 ist. Oder 15. Na gut, habe ich wieder auf 14. Durch, aber jetzt an der Kurve bin ich gespannt. Knallen wir raus oder knallen wir nicht raus? Was meint ihr? Haut's uns raus oder haut's uns nicht raus? Perfekt. Perfekt, mehr kann ich nicht sagen, ne? Das ist ja mal ganz geil, richtig geil. So muss das sein. Wir sind auch schon gleich oben.
So, was haben wir noch gemacht? Mittlerweile habe ich das Ölfeld erschlossen. Und wir sind gut im Rennen, ne? Gerade mal 10 Minuten. Was denn jetzt? Hallo? Ist er rausgeflogen? Hä? Sollte sich nicht bewegen. Bin gelaufen. Blöd. Ich bin gelaufen. Nicht, weil ich besonders gut bin, weil ich blöd bin. Beim Erzählen. So, wir sind gleich oben. Schon mal ein bisschen Gas spielen. Zu schnell. Da bin ich mal gespannt, wie da zur Kohlenmine ist. Vor allen Dingen hier kann ich was sehen. Den Knick kommt hier auch gut klar. Und die ist immer noch der Kessel voll. Also das ist jetzt mal wirklich 13 Minuten bis hier oben. Zwei Minuten schneller. Kann man bald sagen. So bin ich schon mal angenehm überrascht. Muss gucken mit dem um. Bisschen die Lok umdrehen. Weg ist natürlich jetzt weiter. Bisschen mehr Power zum Anfahren.
einige schnell. Lässt sich nicht verschieben. Genau noch 6 Stück. Immer die anderen abladen. Oh, warte mal. Seht ihr schon? Ich? Eigentlich gehen, ne? Naja, Anzahl. Ja. Geklappt. Und mit 6 geht auch. Schwerer zu sehen. Könnt natürlich jetzt umsetzen. Weiter schön. Will ich überlegen, ob ich aus eine Weiche dran knall. Dass ich da außen fahre, Moment, quasi hier, hierhin, so, ja, dann hier eine 30 Grad Kurve. Sollte für die Lok eigentlich passen. Mal nachher. Erstmal abladen. Was voran alles. Sechs hatten wir gerade jetzt nehmen wir hier. Was reicht? Aber viel brauchen wir nicht. Sieht auch fremd aus. Ah, habe ich optisch Balken. Richtig. Jetzt machen wir mal mit Cent. Selbst das würde gehen. Bin ich schon zu, nee, ich bin noch nicht. Zweiten Balken ungefähr. Drei. So. Dass ich die umgedreht kriege. Fühle ich am besten.
Eine Reihe schon sehr weit. Gerade beim Schieben ist das Problem. Wenn ihr am Tender hängt, ist natürlich viel einfacher. Wir gucken mal, ob wir hier was basteln können. Das reicht ja für die Abladen, sind wir bei 21 Minuten, ja. Oder vielleicht sogar das Gleis ganz wegreißen. Dann um quasi ein Drehgleis machen. Oder wir bauen eine Drehscheibe ein. Ging auch. Versuche erstmal so einmal rumzufahren. Eigentlich schon passen, wenn ich jetzt nicht richtig gesehen habe. Ist schon zu weit. Kommen wir noch hin. Hin? Ja, gerade eben. Gerade eben kommen wir hin. Wir haben auch schon keinen Druck mehr oder nicht mehr viel. Ich passe jetzt gut auf. Nächste Runde fahren wir zurück. Jetzt müsste auch das Holz alles weg sein. Eine Runde habe ich noch Holz. Das an. Jetzt sicher mal, jetzt sie. Noch ein bisschen. Das hat mal so steht. Das wollte ich nicht. Das sollte nämlich nicht. Jetzt. Ich hier nicht angehangen. Den hier machen. Tut mir leid. Oh.
Erfolgreich. Schauen wir mal. Erstmal wieder. Nee. Ja, die müssen. Noch ein bisschen rüberlegen. In Ecke. Versuche. Das hat mal hier weg. Also. Die Weiche kann ich ja drinnen. Minuten haben wir noch, also gib Gas hier oben. Ich habe letztens festgestellt, dass Bäume ein Riesenproblem sind. Wo ich das neue Gleis gelegt habe, waren nämlich im Gleis ein paar Bäume, danach weggemacht habe und bei der Rückfahrt bin ich dann wieder an irgendwas Unsichtbarem hängen geblieben. Gehe davon aus, dass es Kollision vom Baum war, die gelöscht worden ist, weil die einfach dem Gleis irgendwie verbindet. Dann quasi da ist, obwohl sie weg ist. Dass die Kollision von dem Baum. Baum selber ist weg, aber halt die Kollision nicht. Deshalb weise ich jetzt alles ab, weil ich hier nur einmal ein bisschen Ärger habe. Ja, alles so unsicher. Die Lok daneben liegt, bei der ist es so ein bisschen anders. Jetzt so weit möglich hier. Du hörst auch im Mülltonnen. Nein, du auch. Neues Gleis braucht er. Rauskommen. Halt. Ich mal. Sehr eng. Zurück. Fehler gemacht. Haben wir einen falschen Fehler gemacht. Herren? Jetzt gehen wir vom. Wickeln, sondern weiß ich was. Erstmal wieder. Glaube ich zwar nicht, dass das passt.
Ich doch. Nein, 30 passt. Drei. Weiterste Stelle aus. Um 30 um die Ecke. Eigentlich so. Sehr eng. Ich komme mit der Lok rum. Jetzt sich zeigen. Wieder geht oder geht nicht? Was eben schnell Ende. Dann machen wir einen Test. Wir das noch sehen, ob das passt. Das hier wird ja noch ein bisschen verschoben. Passt auch nicht. Kommen wir auch nicht rum. Ja, auch nicht. Oder ich drehe hier eine Bauscheibe ein. Scheibe ein. Einzigste, was ich noch. War jetzt ärgerlich, aber das Gleis hier kann auch verlegt werden. Am Recht hat man. Hält mir nicht. Kann an das andere angepasst werden. Der Wagen rein. Eine zweite Bahn noch reinlegen. So. Ein bisschen. Ein bisschen. Aber. Um
mal hier eine Drehscheibe. Mal hier die Dreh. Irgendwo Drehscheibe 1, was ist jetzt 1 und 2? Aha. Oh Gott, da bin ich ja 3 Stunden. Sie dreht sich einmal ganz, ganz, oder? Ich wurde. Etwas höher bauen. Das machen. Mark. Wisst ihr was? Vor 40 Minuten. Auto ist fertig. Zeige euch das in den. Dahin. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Man sieht sich. Haut drin. Abend. Schönen Morgen oder wann auch immer ihr das guckt. Macht euch einen schönen Tag. Kein Stress.